Moin Moin und willkommen hier zurück bei Silberfeld Games. Und ich bin der Flo, wir spielen Kingdom Come Deliverance. Ganz schnell zu Beginn, wenn ihr euch das Video gefällt, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ihr könnt das Video gerne auch teilen, abonnieren und kommentieren. Ihr wisst Bescheid, Interaktion 2019. Danke dafür. Wir sind hier im Holzfällerlager und wollten mehr über diesen Händler herausfinden. Und dann kam doch dieser, ja, unbekannte deutsche Ritter aus Passau. Und er sitzt jetzt auf seinem Pferd und reitet weg. Jetzt muss ich ganz schnell hier, Kelpie. Ich wollte eigentlich noch mit dem Boris sprechen wegen der Sache in, ja, in Scarlitz. Oh, er liegt hier nach wie vor tot. Gerade eben stand er da noch. Aber jetzt soll ich hier wohl doch schnell den Ritter verfolgen. Ich hoffe, ich verliere jetzt hier seine Spur nicht, weil wir jetzt hier irgendwie hängen. Ach, komm schon. Das ist doch nicht dein Ernst. Okay. Ah, das war schon mal ganz gut, Kelpie. Okay, ich glaube. Aber so habe ich hier keine Chance gegen ihn. Verflucht. Aber ich Ach, schätze, es okay. macht nichts, solange er zum Sasauer Wirtshaus zurückkehrt. Verdammt. Verdammt. Lauere dem geheimnisvollen Ritter auf. Okay, dann gehen wir doch nochmal zurück zum Boris. Stelle den geheimnisvollen Ritter. Ach nein, das ist so aber blöd. So gefällt mir das nicht. So, da sind wir zurück. Wir müssen uns echt sputen, ihm hinterher zu eilen. Ich habe es jetzt schon zweimal versucht und es ging zweimal schief. Aber anscheinend sind wir jetzt ganz gut. Okay, er ist hier lang geritten, deswegen konnte ich ihn da beim letzten Mal nicht verfolgen. Weil ich ihn quasi nicht, ja, gesehen habe, wo er lang geritten ist. Wir müssen ihn stellen. Hier ist nochmal ein Lager von den Plünderern. Interessant. Okay, jetzt gibt er hier Fersengeld. Aber mein Freund, wir kriegen dich diesmal. Kannst du glauben. Diesmal sind wir besser dran. Wir dürfen uns jetzt nur nicht hier verhakeln im Busch oder so. Wie was so. Ja, so wie er macht das hier. Ich weiß gar nicht, ob das bringt, wenn wir jetzt schon unsere Waffe ziehen. Da war wohl noch ein Banditenlager oder was? Ah, siehst du, das meine ich. Und schon hat der Vorsprung wieder ein bisschen. Schade, ich war schon mal dran ein Stück. Komm, Kelpie, zeig, was du kannst. Ich weiß nicht, wie wir ihn runterholen können vom Pferd. Das ist mein Problem so ein bisschen. Wenn ich ihn jetzt kriege, jetzt habe ich ihn natürlich wieder mächtig verloren hier. Na gut, da vorne reitet er noch. Ich meine, wenn wir ihn verlieren, wie gesagt, kommt immer wieder diese Meldung. Er wartet ja eh im Sasauer Gasthaus oder er schläft da. Aber wir wollen noch ihn stellen. Weil nachher geht er doch nicht dahin, also bin mir da nicht so sicher. Er hat jetzt den Sack mitgenommen. Ich weiß nicht genau, was in dem Jaguar, ob es da die Münzen drin war, wie wir alle denken wahrscheinlich. Oder ob die Münzen vielleicht unter Kohle getarnt ist. Na gut, dann werden sie natürlich auch mächtig beschmiert und so. Oh. Was macht er jetzt? Achso, toll. Jetzt hält er da an und wir reiten natürlich weiter. Können wir ihn jetzt hier irgendwie stellen? Nee. Ja, toll. Ich weiß nicht, soll ich mal die Waffe ziehen? Vielleicht können wir ihn damit eine verpassen, wenn wir ihn eingeholt haben. Keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist. Komm schon. Okay, jetzt steigt er anscheinend. Ne, wir haben ihn. Ich habe aber nicht zugehauen. Okay, aber er will gleich kämpfen. Na gut. Dann müssen wir ihn wahrscheinlich. Ich darf ihn jetzt nicht totschlagen. Ich will ja wissen, was er hier hat. Au, 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 au. Ich habe doch geblockt. Also, ich muss unbedingt nochmal mit Schildblocken üben. Ja, das ist nicht meine Paradedisziplin. Okay, er spricht Deutsch. Oder, ja. Unsere Sprache. Ich weiß nicht genau, was Heinrich spricht. Oh, jetzt haben wir ihn einer Schädel zermalmt. Er darf nicht sterben. Oh, wartet mal. Okay. Du bist stärker. Ulrich. Verschone mich. Schwert des Räuberbarons. Ach, Stele. Nee, das wollen wir nicht. Wir reden mal mit ihm. Und wir haben ihn ganz gut geschlagen, ne? Wunderbar. Gott verdammt. Scheint, als hätte ich einen Ebenbürtigen gefunden. Ja, danke dafür. Wohl eher dein Meister. Na ja, gut, komm, das sagt man nicht. Ihn töten. Wer bist du Ich und will weshalb? alles wissen. Wer du bist, weshalb du hier bist und was du über den geplünderten Wagen weißt. Mein Name ist Ulrich. Ich sage dir gar nichts, ehe du mir nicht etwas zusicherst. Versichern? Wie wäre es damit? Du redest und ich lasse dich leben. Denkst du, ich glaube dir das? Ich weiß sehr wohl, wie solche Geschichten enden. Ich
war öfter am anderen Ende des Schwertes, als du zählen kannst. Du hast mein Wort. Coole Stimme. Ich verneige mich vor dem. Was die Pfarrer sagen, ist wahr. Die Welt ist verrückt geworden. Töte mich besser. Ich bin sowieso am Ende. Genau wie du. Ich bin kein Verbrecher. Wieso bin ich am Ende? Anders als du bin ich kein Verbrecher. Du hältst das Fälschen von Geld für ein ehrliches Handwerk? Damit habe ich nichts zu tun. Ich bin kein Fälscher. Ich untersuche die Sache. Was? Was sagst du da? Ich diene Herrn Ratzig Kubilla, dem Herrn über Scarlets und königlichen Hauptmann. Dann haben wir etwas gemeinsam. Ich wurde auch hergeschickt. Von wem? Steck die Waffe weg. Dann reden wir von Angesicht zu Angesicht. Falls wir tatsächlich ein gemeinsames Ziel haben. Steh auf. Steh auf. Man hätte ihn jetzt auch töten können, aber dann erfahren wir doch aber auch gar nichts, oder? Hat er vielleicht irgendwie Beweise bei sich? Aber wenn wirklich Kubilla dich geschickt hat, können wir einander helfen. Was meinst du? Vieles konnte ich herausfinden, aber ein paar Fragen sind noch offen. Und der Letzte, der etwas wusste, ist nun tot. Wer war's denn? Meinhard, der Händler aus Passau. Hör zu, ich werde dir alles erklären. Okay. Aber zuerst musst du etwas für mich tun. Ach, wirklich? Du stellst mich einer gewissen Person vor und ich weihe dich in all meine Erkenntnisse ein. Ich bin kein Ehestifter. An wen hast du gedacht? Meister Tobias Pfeffer. Wenn du Herrn Ratzig dienst. Wer ist denn das? Ach, der Schreiber. Ich denke, ich kenne ihn. Ja, was willst du von ihm? Ich habe hier ein schriftliches Geständnis, das den Fälschungsprozess beschreibt. Aber von solchen Dingen verstehe ich nichts. Für Meister Pfeffer hingegen wird all das deutlich mehr Sinn ergeben. Und du gibst es mir? Einfach so? Ich habe wohl kaum eine Wahl. Das ist meine einzige Spur. In der Zwischenzeit kehre ich nach Sasau zurück. Vielleicht finde ich dort mehr heraus. Okay, Ulrichs Dokumente erhalten. Dann solltest du nicht mitkommen. Wer bist du eigentlich? Für wen arbeitest du? Gefälschtes Geld? Der geplünderte Wagen? Dann begebe ich mich zu Fell. Okay, wir machen das erstmal so. Eigentlich? Wie gesagt, ich heiße Ulrich. Nur Ulrich? Das genügt. Wir hätten ihn noch töten können, ne? Das ist interessant. Ich habe ein Pferd, eine Rüstung, ein Schwert und einen Schild. Aber all das lässt sich heutzutage auf vielerlei Arten erwerben. Das ist richtig. Gewiss weiß. Also bist du gar kein Ritter? Ich bin ein treuer Streiter im Dienste eines Adligen. Mehr musst du nicht wissen. Von dir erfahre ich wohl nicht mehr. Also schön, Ulrich. Belassen wir es dabei. Für wen arbeitest du? Ich verstehe, weshalb du fragst. Aber es steht mir nicht frei, dir zu antworten. Ich werde es nicht aus dir rausprügeln. Na gut, aus dir rausprügeln werde ich es nicht. Okay, aber... Solltest du mich nicht so fett... Nein, ich muss in Sasau verweilen. Ich habe... noch etwas zu erledigen. Klingt auch interessant. Sag mir, was du über die gefälschten Münzen weißt. Kennst du Passau? Nein, was ist das? Ach so, eine Stadt in Bayern. Das hätte ich schon gewusst, aber ich dachte, es geht jetzt so drauf, wie warst du schon mal dort? Stehe. Also auch Prager Groschen. Vor ein paar Monaten wurden dort gefälschte Groschen entdeckt. Sie sind aus Kupfer und wurden mit Silber überzogen. Die Passauer Ratsherren brachten ans Licht, dass eine Familie von Geldwechslern die Finger im Spiel hatte. Sie holte die gefälschten Münzen aus Böhmen und schickte echte zurück. Mein Lehnsherr ist ein Verbündeter der Ratsherren, weshalb sie ihn baten, das zu klären. Und er schickte dich. Ja,
Er benötigte jemanden, dem er voll und ganz vertrauen kann. Okay, klingt aber auch plausibel, ne? Der geplünderte Wagen. Was ist mit dem Wagen? Was genau ist dort geschehen? Ich bin Meinhard von Passau ausgefolgt. Ich vermutete eine Verbindung mit Sasau. Also beförderten Sie falsche Groschen auf dem Wagen? Ja. Erst brachten Sie echte Münzen her. Groschen, Forints, Franken und so weiter. Aber diese Säcke enthielten nur Falschmünzen. Okay. Wieso vermutest du eine Verbindung mit Sasau? Die Sache wurde in Passau untersucht. Okay. Der Henker konnte den Leuten, die verhaftet wurden, entlocken, dass die Münzen in einem Kloster hergestellt wurden. Ah, was? Ja. Mitten in einem Kloster? Ist ja interessant. Ich weiß nur, was der Passauer Schreiber in den Verhörberichten notiert hat. Ist ja höchst interessant und ich kann mir auch vorstellen, in welchem Kloster. Wieso hast du sie bis hierher kommen lassen? Ich wollte herausfinden, wo sie die Münzen übergeben, was mir aber nicht gelang. Außerdem hatte Meinhard eine bewaffnete Eskorte und nutzte gut befahrene Straßen und nur Gaststätten entlang des Weges, bis er auf diesen gottverlassenen Weg einbog. Ich weiß nicht weshalb, aber es war die perfekte Gelegenheit zuzuschlagen. Okay. Was passierte auf diesem Weg? Ich überraschte sie. Und erwischte zwei. Aber Meinhard, dieser Bastard, schnitt die Pferde los und floh. Was dann? Während ich Meinhard verfolgte, stahlen die Köhler, was sie tragen konnten. Und bevor ich ihn erwischte, warf ihn sein Pferd ab und er brach sich das Genick. Von ihm erfahren wir also nichts mehr. Nein, leider nicht. Das ist äußerst dumm. Okay. Dann bleibt uns nur noch... Ja. Na schön, ich begebe mich zu Meister Pfeiffer. Gute Reise. Ich warte in Sasau, im Gasthaus zum Fuhrmann. Okay, klang an sich plausibel. Ich hoffe, er hat uns jetzt hier nicht hintergangen. Wir hätten ihn auch töten können. Finde ich interessant, weil so eine wichtige Person an sich, wir hätten das alles niemals erfahren, glaube ich. Es sei denn, es steht in seinen Unterlagen. Sehr interessant. Das müsste man natürlich nochmal spielen und nochmal machen quasi. Auf jeden Fall haben wir uns ganz gut geschlagen. Du kannst aufstehen, mein Freund. Komm. Achso, wir stecken mal die Waffe weg. Oh, er lässt sein Schwert da. Okay. Ja, mach's gut, würde ich sagen. Okay, er reitet fort. Ja, naja, gut. Aber wenn das jetzt hier schon... Also, Entschuldigung, aber... Stehlen, okay. Gut, ich nehme es nur mit für ihn, ja. Also, wir wollen es ihm ja wiedergeben, weil er scheint wirklich in Ordnung zu sein. Ja, das ist jetzt ja hochinteressant. Ich will mal kurz das Schwert angucken. Schwert des Räuberbarons. Oh. Achso, gut, es ist besser wie unser Streitkolben. Okay, ist ein Kurzschwert auf jeden Fall. Von zweifelhafter Herkunft, gut in Schuss und mehr als nur geeignet, um damit zu schlitzen, zu stechen und zu hieben. Okay, cool. Das ist es wert. Naja, aber anderthalb. Ne, 1,2 Groschen. Schwerer Schild ist jetzt nicht so. Was mich noch interessiert ist Nikolas Geständnis. Die Aufzeichnungen hier unten. Ulrichs Dokumente, die werden wir mal noch lesen. Freies Geleit. Wie die Ratsherren großen, glorreichen Stadt Passau drücken. Hier mit unser Wohlwollen aus und wünschen Gottes Gnaden und Erbarmen all jenen, die hier in höchster Erwähnung den religiösen und säkularen Prinzipien erzeugen, Gräfen, Markwarten, Freiherren und Adligen, den Kämmerern, Ministern und Beratern, den Rittern und Knappen, den Hauptmännern, Zöllern, bla 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 bla, sowie allen, die durch Gnade unseres Herrn Jesus Christus des dieses Messbuch in die Hände nehmen. Okay. Geschätzte Gültigkeit, Ermund. Niedergeschrieben in Passau im Jahre 1400. Protokoll. Okay, das war jetzt hier bloß. Zweiten Tag, April, war in Passau. Ich will das eigentlich nur mal überfliegen, okay. Kern der Münze wurde aus Kupfer. Okay, hier steht aber wirklich nur was über die Münzenpressung drin.
Höchst interessant. Also ich finde nach wie vor sehr interessant, dass wir ihn hätten töten können. Wir hätten das alles nicht erfahren, was wir jetzt wissen. Das ist schon, das ist, ja, heftig. Aber gut, ich würde sagen, an der Stelle war es das für heute. Ich werde jetzt zu Meister Pfeiffer reiten, dort herauskriegen, was ich herauskriegen soll. Und dann werden wir natürlich nach Sasor zurückkehren, werden dort uns mit ihm nochmal treffen. Ich weiß gar nicht, welches Gasthaus er meinte. Zum Fuhr, wo ist denn hier wieder mein Steuerkreuz? Ach, das regt mich was auf. Einfach den Gasthäusern wird er schon sein. Ich glaube, hier in dem könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er da nicht in der Stadt verweilt. Und ja, dann werden wir mal sehen. Im Kloster gibt es ja auch hier nach wie vor noch dieses Fragezeichen, wo wir ja nicht rankommen, weil wir nicht wissen, was dort ist, ne? Aber höchst interessant. Leute, an der Stelle würde ich erstmal sagen, danke fürs Zusehen. Wie gesagt, wenn euch das gefallen hat, dann lasst mir bitte ein Like da. Ich würde mich mega freuen, natürlich auch über einen Kommentar und über ein Abo. Und wir sehen uns dann einfach hier beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Kingdom Come Deliverance. Ich bin der Flo, ich bin raus.